In der Schweiz ist Grundwasser die wichtigste Trinkwasserressource. Die verschiedenen Projekte haben unterschiedliche Forschungsansätze verwendet. Das Projekt von David Livingston hat vor allem historische Daten angeschaut. In unserem Projekt haben wir sehr stark auch eine Optik auf Prozesse, um zu verstehen, zum Beispiel, wie Flüsse mit Grundwasser zusammenhängen. Auch das Projekt von Urs von Gunten, das die Wasserqualitätssachen angeschaut hat, hat auch sehr starke Prozessoptik gehabt. Es geht um die Frage, wo sind die klimasensitiven Gebiete. Das haben diese Projekte sicherlich sehr gut herausgearbeitet und vor allem auch, was sind die Prozesse, die dahinter stehen. Häufig ist eigentlich der limitierende Faktor nicht mehr die Menge von Grundwasser, die wir haben, sondern die Nutzungskonflikte. Und da denke ich, müssen wir schon aufpassen, dass wir für die Zukunft noch genügend Standorte behalten, dass man, wenn man an einem Ort Probleme hat, noch an einem anderen Ort Grundwasser nutzen kann.